Okay, wie es aussieht, ist man jetzt richtig böse. Läuft das jetzt auf Zeit oder nicht? Ja, sonst tüpfe ich dann noch rüber. Ich glaube nicht, dass das auf Zeit läuft. Hätte ich vorher die Gegner auch noch besiegen können. Ja, komm. Ja, endlich mal wieder ein Stern. Wir sehen. Okay. Darüber werde ich nicht kommen. Nein. War ja klar. Einmal Bus zu mir. Schlechte Idee. Okay. Mist. Okay. Das Auto kommt immer näher, wie es aussieht. Aber da komme ich doch nicht drüber. Vielleicht da. Ja. Das war jetzt die ganze Mission. Okay, jetzt fühle ich mich ein kleines bisschen verarscht. Mission, wo es 3 Minuten braucht. 3 Minuten. Ja, gehen wir gleich zur nächsten. Mission 16. Ja. Also ist das Höllentor die Hauptquelle von Mundus Macht. Es kann nur von dieser Kammer aus erreicht werden. Du musst in die Kammer eindringen und es schließen. Mundus ist immer noch von seinem Wutausbruch erschöpft. Jetzt kannst du ihn besiegen. Mundus hat keine Ahnung, dass Virgil ein Nephilim ist. Und das werden wir taktisch ausnutzen. Irgendwo hier ist ein Hintereingang in den Turm. Virgil, du musst unbemerkt das Sicherheitszentrum erreichen. Also Dante, du wirst für Ablenkung sorgen. Hier. Hey Jungs, wollt ihr kämpfen? Hier bin ich. Genau wie dein Vater. Einfach nur größenwahnsinnig. Ich, ein Gott, gegen dich, ein Stück Scheiße. Sobald Mundus dich erblickt, die Hölle los sein.
Achso, dann. Also halte dich am Turmeingang. Zu ihm hin. Ja, vielleicht wieder noch. Werden verschlossen. Dante, du musst sie beschäftigen, während Virgil sich auf den Weg zum Turm macht. Ja, oh, dann machen wir es mal fertig. Okay, der fällt auf die geschafft. Dante, renn zum Haupteingang, bevor er sich versiegelt. Okay. Dir bleiben höchstens ein paar Sekunden. Ja. Sobald du drin bist, musst du dich Mundus besten Wächter stellen.
Den schon wieder. Mach mit ihm kurzen Prozess. Und los! Ja. So. Das ist wieder das okay, Mann. Das ist wieder bis die Weg. Aber eben was. Okay, das ist wieder bis die Weg. Virgil schaltet die internen Sicherheitskameras aus. Dann weiß Mundus nicht mehr, wo du bist. So, dann holen wir uns erstmal das Leben da oben. Ja, Mann. Komm. Geht doch. Sonst noch irgendwo leben? Nö. Oder? Ah, da. Fast voll. Komm zu mir, wenn du kannst, Dante. Ich warte schon auf dich. So. Ja. Verkaufen sieht es irgendwie schlecht aus. Okay. Die Firmenbüros werden gut geschützt. Die einzige Ausnahme ist die 87. Etage, die leer steht. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Komm, in den Aufzug. Schon schnell Aufzug. Bin da, wer noch? Geht's, Bruder? Ja, alles klar. Hier trennt ihr euch. Dante, begib dich zum Ostflügel. Virgil, du gehst zum Westflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Dante, du musst eine Überführung in den Ostflügel nehmen. Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Virgil wird erst die Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Punkte. Ja, wie sich das sieht, ist wohl noch ein Zeitchen da. Bis wir den großen Busfett für uns haben. Der löst sich irgendwie auf. Okay, den hat es jetzt irgendwie nicht weggehauen. So, der letzte. So, das Navigationssystem ist auch nicht schlecht. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weg zum Ostflügel sind streng und du wirst aufgehalten werden. Also versuch nicht gleich durchzukommen. Bingo.
Sobald der Weg frei ist, solltest du dich in den Ostflügel begeben. Pass auf, in diesen Etagen bist du nicht allein. Du wirst nicht einfach durchkommen. Doch wenn du am Ball bleibst, kannst du ihn einfach... 87. Etage. Dies ist der Finanzflügel. Die Leute, die hier arbeiten, sind kaum noch menschlich. Sie wurden so sehr verdorben, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Eines Tages wird die ganze Menschheit wie diese armen Wesen von Mundus versklavt sein. Also das ist die Wirtschaftshölle. Oder mit dem Aufzug. Ich schätze mal eher zu Fuß. Okay, so sieht es also in der Wirtschaft aus. Mit dem Kopf durch die Wand. Ins Gefällt. Okay, nächste Gegner. Wie gesagt, 105. Etage. Übergang. Ja. Etage 105. Du willst zur 106. Etage. Was du auch tust, steig nicht bei der 105. Etage aus. Dort warten so viele. Oh, Scheiße! So, kurzer Gedächtnis. Scheiße, würde ich auch sagen. Okay, jetzt gibt es kein Zurück. Ja, hilft nichts. Scheiße.
sehr verzweifelt. So. Ist da irgendwas? Irgendeine Seele? Nö. Begib dich zur nächsten Etage. Okay, also und warum? Einmal darauf. So, wieder das Navigationssystem. Bitte rechts abbiegen. So, und jetzt mal bei den Insel rein. Hab doch gewusst, dass der Mann ist. Wow, Headbanger. Das mysteriöse Regal dort hinten. Sieht irgendwie aus wie eine Disco. Oh nein, das tust du nicht! Oh Mann. Das hat er doch gemacht. Geht's eigentlich irgendwo runter? Ja, jetzt nichts. Müssen. Inzwischen haben die Dämonen deine Anwesenheit im Ostflügel bemerkt. Wird Zeit, dass du verschwindest. So, dann einfach da durch. Oder auch nicht. Komm schon, Virgil. Halt euch da. Virgil, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst. Bingo. Nicht Bingo. Verdammt! Virgil, du darfst dich nicht in den Limbus zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, ist alles aus. Ich kann es schaffen. Okay. Also genau wie vorher. Oder müssen wir jetzt durchspringen? Autsch. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da durchkommen? Oder? Ah.
Geht doch. Durchspringen, so ein Mist. Ja, hab ich doch. Okay. Irgendwie kommt er durch. Und er schon wieder. Oh, verdammt! Na, wieso? Verdammt. Ist doch nur. Ist doch nur Spaß. So, ja. Was ist jetzt hin? Das. Und ab durchs nächste Laserlabyrinth. Ah! Mist. Okay. So, schalte ich ein. So, Türe. Virtue wird sich im Hauptaufzug treffen. So, wohin? Da hin. Nehme ich erstmal die andere Seite. Einmal Seele. Und zweimal Punkte. Kaufen. Gegenstände. Dass die kleinen Lebenssterne so teuer sind. So. Hier drüben. Wo hier drüben? Ich sehe keinen. Achso, im Aufzug. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Scheint, als hätten wir Cat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel was. Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Nimm den Aufzug zur 154. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. So, wieder eine neue Waffe. Du begibst dich in der echten Welt bis zur Munduskammer. Dante, vom Limbus aus gibt es keinen Weg. Also musst du den Westflügel nutzen. Finde den Übergang zum Westflügel. Okay. Schauen wir mal, probieren wir es mal aus. Ewig lang wieder ein neuer Gegner. Kennen wir doch schon.
so mächtig ist die Waffe jetzt auch gleich. Okay, bei denen hilft's wirklich gut. Spielt langsam alles verrückt. Ja. Du musst noch durch 5 höllische Stockwerke nach oben. Ich hoffe, du schaffst es. Es wird nicht leicht. Wer ist da eh nicht drin? Ja, die Stockwerke. Was. Also, ich würde da gern arbeiten. Na, das sind auch noch so. Die Vorstellungsmusik ist Hammer. Sie hat recht. Das ist höllisch. Ja. Die Musik ist höllisch. Ah, viel besser. Zu diesem Zeitpunkt solltest du den Hauptkern sehen, Dante. Du musst irgendwie in ihn einbrechen. Yeah.
Klopf, klopf! Wer ist da?